Der IGZ-Bundesvorsitzende Christian Baumann sprach über schwierige politische Entscheidungen der letzten Jahre, über die Bundestagswahl und die Herausforderung der anstehenden Gespräche mit den Gewerkschaften zu den neuen Tarifen, die ab 2023 gelten sollen. Wir wissen, dass die Branche Zeitarbeit extrem schwer zu verstehen ist. Das ist eine sehr komplexe Dienstleistung, ein sehr komplexes Arbeitsverhältnis, ein Dreiecksverhältnis, das nicht jeder unmittelbar sofort begreifen wird. Wir müssen sicherstellen über die Verbände und jeden Unternehmer, dass wir faktenbasiertes Wissen in die Riege der politischen Entscheidungsträger bekommen, damit sie die Branche besser verstehen und in letzter Konsequenz auch dann versuchen werden, unseren Bedürfnissen eher Rechnung zu tragen.